Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jawohl, wir werden den Kerl jetzt da drinnen versuchen auszuschalten, aber jetzt echt aus. Zuvor möchte ich noch schauen, ob ich die Tastaturbelegung, ob ich die noch irgendwie anpassen kann. Das geht mir voll auf den Keks. Mau, mi, mau, mau, mi, mau, 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 mau. Na, ne? Da habe ich mal keine Chance, nicht? Mm-mm. Steuerung, ich trottel. Da, lesen muss man können. Steuerungsschema. Was haben wir da? Na, soll ich das jetzt... Ei! Mua! Da haben wir es schon. So, springen, schleichen. So, meine Finger richtig halten. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Springen ist okay. Schleichmodus möchte ich gerne, so wie ich es bei Dingens habe. Was? Na, warte mal. Ich möchte da gerne so einstellen, dass ich wie bei, wie soll ich sagen, wie bei Aragami, ne, und so, das hinbekommen. Das war, glaube ich, hier was springen. Steuerung links, Shift links, genau. Lehnen. Das, da komme ich nie zusammen. Warte, benutzen der Waffe werde ich... Aha, links lehnen, rechts lehnen. Aha, umschalten. Hm. Links, rechts, da brauche ich fast das Zeugs, ne? D, F, R. Na, da ist F noch am besten mit den Waffen. Schwert ist Maus 1. Kraftwaffe benutzen. Okay, blocken. Ah. Hm. Hm. Ist jetzt auch blöd, wenn ich das so umstelle, ne? Blocken. Wäre echt gut, mit der rechten Maustaste das zu können. Das so vielleicht? Ich probiere es jetzt einfach mal, ob das so hinhauen würde. Fernglas, habe ich noch irgendwas ganz schlimm umgestellt? Ich glaube, das passt mal so fürs Erste. Zurück. Mal schauen, ob ich so jetzt besser schmeißen komme. Jo. Und passt. So, Entschuldigung bitte. Vielmals. So, ich vergesse es. Ich vergesse es noch 20 Mal. Das waren die... Das war nicht schlau. So geht's auch. So geht's auch. Ins Feuer schmeißen. Geht das? Schade. Als hätte er eh gestunken. Umbraholzfischstatue. Okay. So. Geht das jetzt? Schleichen? Ist aber eh nur eine Taste, ne? Sprinten ist mir wichtig, dass sie da ist. I, da ist die Hand. Das wäre eh nur eine Taste, da hätte ich es auf C lassen können. Warte nochmal, ich tu nochmal ducken. Steuerung. Oh, hoppla. Nein. Zurück, geh weg. Tastaturbelegung. Entschuldigung nochmal, ich weiß, ich bin schlecht. Aber ich werde das hier trotzdem auf C trotzdem lassen, so. Weil es eh nur eine Taste ist. Sprinten habe ich jetzt eh hier. Springen haben wir da. Das müsste passen. So, Entschuldigung vielmals. Tut mir sehr leid. So. Fortsetzen. Aber ich muss das ein bisschen so anpassen, dass es mir besser mit meinen kurzen Fingerchen da... Man kann das kaputt machen. Man kann das kaputt machen. Jupp, man kann das kaputt machen. Das muss man halt auch erst wissen. Hä?
Was war das gerade? Da kann man wieder was essen. Obwohl es nicht notwendig ist. Das hört sich mal an, als wenn da jemand kommen wird. Was haben wir da? Kiella, tut mir leid, dass du uns verpasst hast. Ich werde die Kinder früher als erwartet aus Dunwall fortbringen. Ein paar Wochen vor dem baldigen Jahrestag des Todes von Kaiserin Jessamine. Es wird immer schlimmer. Und damit meine ich nicht nur den Kronenmeuchler. Außerdem kann man mit den neuen Silberbergleuten im Süden gutes Geld verdienen. Daher sind ein paar Vorbereitungen nötig. Erstmal danke. Bitteschön. Dann, da wären wir soweit, ne? Da ist nichts an Notiz oder so versteckt. Nö, dann würde ich... Was? Doch hier. Oh, was? Oh, nein. So, das nehmen wir gerne mit. Du kennst mal kurz. Na, sonst ist da nichts. Dann nehmen wir halt noch diese leere Flasche mit. Da ist sonst niemand. Schweinsraube esse ich noch gern. Wir müssen auf unsere Linie achten. Wir dürfen nur Obst essen. Ja. Kein Fleisch, kein Käse, nichts. Wir dürfen nur Obst essen. Damit das mal klar ist. Aber da schaut's aus, ne? Wie im Krieg. Darauf soll man. Okay. Huch. Na nu. Steckt man vielleicht die Waffe weg. Jetzt. Achtung, oh, sie traut sich was, ne? Einen Moment kurz. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Erste ihres Namens. Ferner wird die alte Kaiserin Emily Caldwin wegen Verrats gesucht. Alle, die Emily Caldwin Unterschlupf gewähren, werden verhaftet. Na toll. Menschen von Dunwall, bleibt zu Hause. Es wird davon abgeraten, die Straßen zu betreten. Toll. Das ist ganz, ganz toll. Es ist richtig, richtig toll. Was gibt es denn Schöneres? So, das war's hier schon. Ja. Schaut so aus. Da oben ist nichts versteckt. Nope. Alles prima. Da kommt so ein Gratler. Geh ich? Ich müsste schleichen. Hallo. Nicht gehen. Schleichen. Schau nochmal nach, ob da wirklich nichts mehr ist. Na. Da kommt der Gratler. Kommt der näher? Ja. Das klang wie Glasscherben. Warte kurz. Ich glaube, das ging gut. Boah. Ich glaube, das ging gerade gut. Wow. Na, wieso stehst du auf? Mädel, bleib sitzen. Also in der Hocke halt. Jö, das ging gut. Ich brauche eine Flasche. Halleluja, Maracuja, das lief gut. Kann man nicht auch Steine schmeißen? Ich weiß, meine Mama hat es mir immer verboten, Steine zu schmeißen, aber in dem Fall wäre es jetzt echt praktisch. Auf jeden Fall ist es mal speicherungswürdig. Jö, echt. Halleluja. Ich würde sagen, wir nehmen den hier, weil da ist jetzt mein
Spiele-Dings, glaube ich. Nein, ich nehme 9. Bin mir nicht mehr sicher. Zurück. Und fortsetzen. Boah. Okay, da kann man wunderbar... Hm? Hat mich da gerade was angezwitschert? Mäuschens. Na, ihr Rattis? Was haben wir denn hier drin? Da kann ich mir jetzt aber nicht drin verstecken, oder? Und dann Attentat machen. Das ist ja ekelhaft. Der ist schmutzig. Da drüben steht auch einer. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Also wenn, dann müssen wir uns den jetzt vornehmen. Und tschüss. Geflucktes Weib! Was? Ich habe nichts gebracht? Das gibt's ja nicht. War ich jetzt zu laut? Ich glaub nicht. Komm mit. Und ins Eck geschmissen. Schau, schau. Hui! Okay, weiter sind wir geflogen. Nochmal. Und hui. Schon besser. Das so entsorgt man die Leute heutzutage. Das ist ganz normal. Ist hier irgendwas gescheit? Ein Helm? Kann ich den nicht ausbauen? Bitte? Zum Werfen? Schaut nicht aus, dass ich das darf. Wie gemein. Das wäre so einfach gewesen. Auf jeden Fall ist es wieder speicherungswürdig. Aus meiner Sicht eben. Jupp. Und weiter geht's. Jetzt ist die Frage, wann der obere Gradler verschwindet. Bürger von Dunwall, hört mich an. Ist auch einer. Leiten Sie uns zum Wohl Ihrer Familien alle Hinweise zu den Mördern und Verrätern Emily Caldwin und Corvo Atano weiter. Hier kann ich nicht rein, ne? Na. Okay, so kann ich mich mal vorbeischleichen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir unbedingt alle ermorden müssen. Das glaube ich nicht, dass das sein muss. Ich glaube, wir können uns wirklich wie so ein Assassine durchschleichen. Was viel gesünder für uns wäre. Streng gesehen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Okay. Super, jetzt komme ich da nicht weiter. Dreck. Ich schau mich hier um. Kann es sein, einen Haushalt zu führen? Das hier ist eine Kurve. Scheiße. Nicht gut gelaufen. Nicht gut gelaufen. Ah. Da habe ich wieder mal zu viel gewollt. Ja, super, zumindest von da drüben anfangen, ne? Okay, auf jeden Fall mehr Gesetz an mich selber, mehr speichern und vorsichtiger sein. Ach du liebe Zeit. Ach ja, fortsetzen. Hier bitte. So. Okay. Kann ich denn nicht gleich hier lang? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich könnte gleich mal hier nach unten huschen. Bürger von Dunwall, hört mich an. Leiten Sie uns zum Wohl Ihrer Familien alle Hinweise zu den Mördern und Verrätern Emily Caldwin und Corvo Atano weiter. Also mal sehen. Ich suche mit dir. Das war es. Das ist Emily Caldwin! Ich hab was gesehen. Scheiße. Hält mir nicht. Ich seh mich mal um. Sie kommt nicht weit! Die Straße ist auf Befehl... Ist da jemand? Ich bin der Stimme. Zeig dich! Das ist unser Freund, wer das war. Ich hol dich wieder! Ui, 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 ui,
habe keine Ahnung, wohin. Dringend Ärger. Was? Hey, wer ist das? Rauf da! Okay, ich wollte nur mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Darüber, die Brücke wahrscheinlich? Ich wollte nur mal schauen. Okay, ich wollte nur mal schauen, wie weit es noch ist. Schöne Ausrede, oder? Na, ich wollte nur mal schauen, wie weit das ist. Boah, ey, das ist echt... Hui, da wäre schon bald schlauer, vielleicht die andere Seite zu nehmen. Statt die hier. Das ist echt noch ein schönes Stück. Langsam. Ruck. Ruck und runter hier. Bürger von Dunwall, hört mich an. Leiten Sie uns zum Wohl Ihrer Familien alle Hinweise zu den Mördern und Verrätern Emily Caldwin und Corvo Atano weiter. Dringend in ein anderes Stadtviertel. Zwei Monate noch. Wenn ich Glück habe, kriegen wir den jetzt tot. Puh, ich bin gerade voll still, ich weiß. Jetzt muss ich gerade noch einen anlegen. Das gibt's nicht, oder? Warte, ist das nicht? Warte, was haben wir da zeitmäßig? Ja, da passt schon der eher. Zum drüber speichern. Verlässt sie ihn. Ich kann warten. Sie geht erst bald weg. Ich bin nicht sicher. Diese Stadt. Das ist Emily. Scheiße. Zu langsam. Wieso hat sie jetzt erdrosselt? Das ist jetzt echt blöd. Das ist echt doof. Warum hat die jetzt nicht erdrosselt? Habe ich das jetzt auch auf eine andere Taste gelegt? Hoffentlich nicht. Und sonst stelle ich wieder alles um, wie es früher war. Mal kurz schauen, bis der weg ist. Habe ich das falsch eingestellt? Bin ich doof? Ich meine, das kann mir locker passieren. Wo haben wir es denn? Sprinten, Schleichen, Seitwärtsschritt, Lehnen, Halten. Schleichmodus sprinten. Wollen wir es mal so? So, was war jetzt falsch? Blocken? Vielleicht ist es jetzt wieder okay. Ich glaube, ich stelle nichts mehr um. Ich glaube, ich stelle nichts mehr um. Ich muss noch schnell schauen, wo das mit dem Sprinten war. Sprinten konnten wir Bär. Na nü. Da. Shift links. Obwohl, ist schon noch das. Und Steuerung links ist blocken. Kann man da mehrere Sachen machen? Na. Auf keinen Fall. Müsste schon passen. So, zurück, aus. So. Ich fühle mich das selber. Hä? Ist jetzt endlich weg? Das ist Emily Caldwin! Okay, das haut so nicht hin. Das da. Ich habe gedacht, vielleicht sieht er mich ja nicht, ne? Er sieht mich doch. Jetzt ist die Frage, am besten die zwei auslassen, vorbeischleichen. Der eine, der da links und rechts geht, den eventuell können wir vernichten. Aber hier lassen wir es stehen. Hier schleichen wir einfach vorbei. Wir müssen ja nicht alle umbringen, ne? Ich bin immer so auf Morden aus, das ist noch von Aragami. Müssen wir ja nicht machen. Hi. Ich habe schon so oft ans Wegziehen gedacht. Ich kann rein gar nichts für Sie tun. Gehen Sie weg. Ja. Ist okay, ich bin schon weg. Wir sollten darüber nicht sprechen. Bis später also. Verstehen Hallo. Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Sie sind still.
gekommen. Ja, kein Wunder, dass hier stinkt. Ich glaube, es sind wir richtig. Kommst du heute Abend mit? Da oben ist eine Wache. Da oben ist eine Wache. Ist blockiert. Warum? Warum bist du blockiert, du Kacktür? Und du? Die ist geöffnet. Schleichmodus. Hallo? Ich bin nichts da. Spielen später Würfel. Auch Lust? Bin nichts da. Wie wär's nachher mit einem Bier? Wohl doch nichts. Luft ist schwer heute. Lässt dann kaum. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Soll man umbringen? Ich weiß nicht, soll man echt umbringen? Schnarcht der? Der schnarcht! Ich glaube, ich spinne, der schnarcht. Irgendwo höre ich da noch jemanden gehen. Wahrscheinlich unten. Ich glaube, ich hau. Ist schlauer. Dass er ja nicht mehr aufsteht und mich da stören kann. Wecker-Alarm einstellen. Brauchen wir normal nicht, oder? Da ist sonst auch nichts gescheit. Da drüben was? Nö. Da gibt es relativ wenig Items zu mitnehmen, denke ich mal, ne? Also, keine Ahnung, ob ich schon was übersehen habe, aber irgendwie. Itemmäßig ist es hier schon sehr dünn. Was jetzt keine Beschwerde sein soll, aber. Ja, der ist jetzt offen und nun? Kopf rein und I. Was habe ich getan? Weiß es nicht. War da drüben nicht jemand? Ich sehe nur kurz nach. Ich wollte über die Ding drüber schmeißen. Ich wollte nur über die Dings drüber schmeißen. Mehr wollte ich schon nicht. Ich wollte nur übers Dings drüber schmeißen, über den. Über. Übers Dings halt. Wohl doch nichts. Super, da schreit jemand draußen. Glück kann ich den niedermeucheln. Ja, das habe ich jetzt davon. Verfluchtes Weib! So geht's auch.
So geht's auch. Warum nicht? So, versteck hier. Verfluchtes Weib, der mit. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte das gerade nicht. Ich wollte es aufheben. Verdammt nochmal! Das ist auch wahr, wir kriegen sie. Ich kann nicht drüber, ich wollte drüber. Was? Was war das jetzt? Ich habe ihn getreten. Das war aber unabsichtlich. Es glaubt mir kein Mensch, dass das unabsichtlich war. Ist der da zerschellt? Was? Das war unabsichtlich, ich schwör's. Das war ein Unfall. Das war einfach nur ein Unfall. Was haben wir da? Eine Textilkasse, wo nichts drinnen ist. Ja, wie in der heutigen Zeit, ne? Bei so manchen Betrieben, leider Gottes. So, sind wir dann hier mal fertig? Beziehungsweise darf ich dann mal weiter? Dann habe ich... Alter. Ich wollte das echt nicht... Ich wollte den echt nicht da runterkicken. Das war lustig zum Anschauen. Aber vollkommen unabsichtlich. Ping. Da liegt er jetzt, ne, der arme Tropf. Jo. Wie gesagt, das war ein blöder Unfall. Kann ja mal passieren, oder? Ups. Aber noch jemand ist hier nicht, ne? Was haben wir da? Voll in Kabottbogel. Also Zeitungsausgabe. Oh, Entschuldigung. Ich habe sie ja komplett. Voll Inchabot. Inchabot? Keine Ahnung. Boil. Auf jeden Fall eine Zeitung. So. Name des Zeugen. Peter Atkins. Beruf Streichholzmacher. Ja, die hat man damals gebraucht. Damals gab es noch kaum Feuerzeug, denke ich mal. Am 16. Tag im Monat der Erde, kurz vor Mitternacht, war ich gerade nach ein paar Alles im Pub auf dem Heimweg. Nach ein paar Alles. Alle. Achso, Becher, ne? Alk und so, ne? Als ich neben dem Büro der Boyle-Gesellschaft zum Pinkeln an... Was bitte? Was zum Pinkeln halt gemacht machen wollte? Alter. Habe ich Stöhnen und das Knarzen von Möbeln gehört. Ich dachte mir, da haben zwei Leute gerade Spaß miteinander und bin nachschauen gegangen. Alter. Aber als ich näher zum Fenster kam, fing Mr. Boyle zu schreien an, wie ein Schwein auf der Schlachtbank. Er war komplett verschnürt. Da war jemand an einem in einem Kapuzenumhang und ich schwöre, ich glaube, der hat Mr. Boyles Eingeweide gegessen. Bitte was? Boah, das muss der Kronenmeuchler sein, habe ich mir gedacht und bin so schnell wie ich nur konnte zum nächsten Wachposten gerannt, um Hilfe zu holen. Und ihre Soldaten hätten es noch rechtzeitig zu Mr. Boyle geschafft, wenn sie nicht eine halbe Stunde damit verbracht hätten, mir eine Strafe aufzubrummen. Scheiß Frosch im Hals. Weil ich mich übergeben musste. Nach dem, was ich gesehen habe, hätte sich jeder übergeben. Sie sollten ein bisschen mehr Respekt zeigen. Ja.
Profis am Werk, sagt man da immer, ne? Und haben wir da was Tolles? Nö, nur zum Lärm machen. Mhm. Da geht's raus, dann schauen wir noch kurz. Kann man hier? Jawohl. Umbraholz. Hundestatue. Das erinnert mich gerade an Bayonetta irgendwie. Hießen die nicht Umbra Hexen oder so? Oh, 5er Münzen. 2er Münzen, Münze, Münze, 2er Münze, 5er Münze, 2er Münze, 5er Münze, 2er. Jetzt weiß ich schon, was die 2er und 5er und das soll. Das ist halt eine Münze, die 2 gibt, die 2er Münze, und die 5er ist halt eine Münze, die gibt halt 5. So. Ich hab's gut gemacht. Ich hätte wahrscheinlich die Statue bei mir daheim mitnehmen können. Ich bin so doof, ich bin so doof. Lalila. Na gut, dann würde ich sagen... Oh, der Party ist wieder zu Ende. Auweia. Ja, so schnell, so weit, so doll, komme ich nicht gerade voran, ne? Bitte, was ist denn das? Oh. Armer Kerl. Ist das dieser Mr. Boyle? Glaube ich nicht, oder? Die Leute sind Schweine. Nicht alle, aber die schon. Bist du Scheiße. Naja. Mit dem Bild des Grauens, so, ne? Mit dem Bild des Grauens hier beenden wir den heutigen Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!